Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in Fallout 76 mit neuen Patch und allem drum und dran. Hä? Sah das schon immer so komisch aus hier? So hell? Naja, jedenfalls, ich habe noch keine Butze. Butze? Meine Butze ist da. Ich habe ein bisschen gespielt. Jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie langsam. Ich habe ein bisschen gespielt, ich habe ein bisschen was geholt, ich habe ein bisschen was gefarmt, ich habe hier und da was gemacht. Oh, die Todeskralle ist immer noch krank. Ich habe ein paar Todeskrallen-Runs gemacht, denn wenn ich hier aussteige, kann ich ja jederzeit hier eine Todeskralle erlegen. Und es gibt anscheinend nur einen Hardcore-Server. Und da habe ich die Todeskralle halt schon getötet. Jedenfalls, ich war im normalen Modus und habe da schon ein paar Todeskrallen getötet. Ich habe jetzt auch schon hier ein Verkaufsautomaten. Und zwar können wir hier Dinge verkaufen, wie zum Beispiel Baupläne ohne Ende, die ich habe. Die habe ich natürlich jetzt alle zum Verkauf hingelegt. Und ja, Waffen. Das sind meine zwei Waffen, die ich anbiete. Ich hatte eigentlich zuvor noch eine andere Waffe angeboten. Habe ich die noch hier drin? Die habe ich aber jetzt rausgenommen. Ja, habe ich nicht. Und zwar hatte ich ja diese Todeskrallenkralle, die doppelten Schaden zufügt, wenn das Ziel volle Gesundheit hat. Aber ich dachte mir, es passt eigentlich viel zu perfekt für mich. Ach, guck mal, hier sind... Oh, ich habe nochmal zwei Baupläne, die kann ich alle wegschmeißen. Vielleicht kauft sie jemand, ich weiß es nicht. Wir werden auf jeden Fall umziehen. Ich weiß nicht, ob wir es heute machen. Sollen wir es heute machen? Ja, komm, wir ziehen heute um. Denn demnächst kommt ja ein legendärer Verkäufer und wir ziehen einfach zum legendären Verkäufer, damit wir unsere Waren da ausstellen können. So tun können, hey, ich bin der legendäre Verkäufer, kauf meine Waffen. Das wäre so optimal. So, ich muss ein bisschen trinken, denn ich bin ein wenig heiser. Ihr werdet mich also die nächsten Folgen wahrscheinlich immer wieder trinken sehen. Höchstwahrscheinlich werde ich irgendwann mal so zivilisiert sein und hier ein Glas zu stehen haben. Kann ich aber nicht versprechen, weil ich bin halt nicht zivilisiert. So, das müsst ihr jetzt alles ertragen. Wenn ihr Folgen haben wollt, dann müsst ihr das ertragen. So, hier ist noch ein bisschen kahl. Wir können natürlich später in der neuen Butze ein bisschen was aufstellen. Wir sind jetzt im Hardcore-Modus nicht, weil ich hier denke, dass ich gut verkaufen kann. Weiß eigentlich, oh Gott. Das Problem ist natürlich, die Camps, ihr seht schon, da sind ganz viele Leichen, werden natürlich belauert. Weswegen wir auch nicht die nächste Zeit im Überlebensmodus spielen werden, weil ich auch Dinge verkaufen will, weil mir das Prinzip gefällt. Wir wollen eine Sache erledigen, bevor wir jetzt den Server wechseln. Und zwar gucken wir mal hier auf die Challenges. Wir haben hier im Überlebensmodus haben wir letzte Woche fast alles geschafft. Wir müssen halt noch einen Geschützturm bauen und dann kriegen wir entschlossener Veteran, was auch immer das ist. Ich will es haben. Und deswegen bauen wir jetzt hier einfach einen Geschützturm hin. Ganz einfach. Geschützturm. Bumm. Hallo? Baue einen Geschützturm, eine Falle oder eine Verteidigungsanlage. Alles klar. okay, ich dachte, das wäre eine Pistole oder so, aber okay. Also nicht. Was haben wir denn bekommen? Wo ist er? Ja, wo ist er denn? Entschlossener Veteran. Senkt den verursachten Schaden des Ziels 30 Sekunden lang um 20%. 10% Schaden, wenn du zielst. 50% Schadensresistenz beim Zielen. Dedal hat sich selbst getötet. Kann man da einen Schalldämpfer drauf machen? Ich glaube ja nicht.
Ja, gut, nicht die beste Waffe, aber gut. Wir werden sie noch entsorgen, früher oder später. Wir sehen uns gleich auf normalen Server wieder. So, wir sind auf normalen Server. Hä? Ja, Gewehr. Ah, was habe ich hier alles bekommen? Maschinenpistole? Okay, wo ist... Achso, Aurora ist natürlich ganz oben. Ha! So, Aurora. So. Dann wollen wir mal gucken, ob die Todeskralle existiert. Liebe Todeskralle, bist du da? Ja, das gefällt mir. Und das habe ich jetzt eine Stunde lang gemacht. Dann habe ich mich ausgelockt und habe den wieder getötet. Ich weiß, das ist wirklich... Ich habe Zahnräder ohne Ende. Guckt euch an. Und ein schwarzes Titanschrott. Also eigentlich ist das eine richtig coole Stelle, aber ich muss umziehen. Ich muss umziehen, um Sachen zu verkaufen. Wo sind meine Zahnräder? Da, lose Zahnräder. 81. 81. 81. 81. Oh mein Gott. Zero, was hast du getan? Habe ich nicht noch was anderes bekommen? Außer lose Zahnräder. Eine Bierflasche. Okay. Ja. So viel dazu. Du hast noch ein bisschen Geld für mich. Seit wann suche ich Eier? Egal, nehmen wir mit. Die nehmen wir alle mit. So. Und jetzt zeige ich euch, wo wir hinziehen werden. Und zwar werden wir dieses Ding höchstwahrscheinlich nicht mehr brauchen, wenn wir da hinziehen. Hier wird der legendäre Händler sein. Ich kann euch mal kurz die Location zeigen. Und es gibt da einen bestimmten Punkt, auf den ich es abgesehen habe. Wenn das funktioniert, keine Munitionsprobleme mehr, gar nichts. Ich habe übrigens unsere Aurora jetzt auf 50er wieder umgestellt, weil die Munition für die 50er ist so easy herzustellen. Du kriegst für ein bisschen Blei, weißt du, was du da reinpumpst, 100 Munition. 100. Das ist schon ziemlich gut. Das ist schon sehr, sehr gut. So. Ja. Hier. Hier ist die Location. Hier wird der legendäre Händler sitzen, ne? Hier sitzt der legendäre Händler und ich werde hier neben sein. Also nicht direkt daneben, aber... Gucken wir mal. Was haben wir denn so Schönes? Den brauche ich noch. Verwende automatisch alle 60 Sekunden ein Stim. Tschüss. Ich habe übrigens schon 55 von diesen Marken gesammelt. Ich habe also schon ein bisschen was gemacht. Ach, schon wieder. Doch so einer. Weg mit dir. Verleiht bis zu 35... nee, kann weg. Schaden durch Tiere. Okay. Schaden durch Roboter. Obwohl ich es gerne auf Stufe 50 hätte, ne? Den behalten wir. Den auch. Hey, der hat noch einen zweiten Punkt. Ah, okay. Okay, so viel dazu. Nein. So. Und jetzt gehen wir zum markierten Punkt. Der ist da drüben. Vielleicht haben wir da auch noch so ein hübsches Tierchen, wer weiß. Wir haben hier auf jeden Fall eine Stadt. Und wir wollen da ganz, ganz weit weg. Ach du Scheiße. Ich habe ja gehört, man kann nun überall bauen, ne? Also rein theoretisch könnte ich auch da bauen. Also direkt auf dem Hof. Was ich irgendwie ein bisschen scheiße finde, weil... Da kannst du eigentlich deine ganze Verteidigung reinstellen. Aber vielleicht ist es auch nicht möglich. Ich habe es nicht getestet. Keine Ahnung. Wir müssen es mal testen. Was haben wir denn hier? Ja, nichts. Cool. Wir brauchen irgendwas in der Nähe, was man farmen kann. Das wäre richtig cool. Hier. Nee, das ist Gold. Gold will ich nicht. Wieso ist hier Gold? Man hat mich angelogen. Ich will kein Gold. Oh. Wie, du bist nicht tot? Wie, ihr seid nicht tot?
Serum du treffen würdest, wären sie vielleicht tot. Genau so. Sind zwar nicht so leicht zu killen wie die Todeskralle, aber geben auch Erfahrung. Übrigens bin ich Stufe 61 durch das ganze Todeskrallenfarm und Questen. Ich habe ja noch ein bisschen was gequestet, also nicht gequestet, sondern Ereignisse gemacht. Events. Ja, wir suchen eigentlich was anderes. Wir wollen hier nichts töten. Ich suche etwas ganz Spezielles. Und wenn ich es nicht finde, dann lege ich mich auf den Boden und heul. So lange, bis mir jemand das gibt, was ich will. Ich schwöre es euch, das ist die Goldader, die mir... Ich wollte nicht die Goldader. Hier muss irgendwo die andere Ader sein. Es geht gar nicht anders. Anders gar nicht möglich. Ist ihr tot? Habt ihr euch gegenseitig getötet? Böse Frösche. Hier ist irgendwo ein Schatz. Wir können ihn nur nicht ausgraben. Ich schwör's euch, Freunde. Ich wurde angelogen. Nein, ich wurde nicht verarscht. Alles gut, alles gut. Wo ist die Goldader? Ich brauch sie. Nach ihr kann ich mich navigieren. Das ist ja die Goldader, ne? Und das heißt, genau im Norden der Goldader. Ein Stückchen weiter. Nur ein Stück. Gefunden. Ich hab's gefunden. Das Blei. Okay. Hier will ich bauen, ja? Mach mal die Tür zu. Hey! Was soll denn der Scheiß? Sag die Tür zu. Vielleicht kann ich die Tür noch mitverwenden. Wie machen wir das? Hier könnten Pflanzen blühen. Wir gucken erstmal, ob es geht. Es geht nicht. Ich dachte, man kann jetzt überall bauen. Das ist eine Werkstatt. Und was ist das für ein Riesenloch? Wir machen jetzt Plan B. Ich habe mir eine andere Location ausgesucht. Und da gehen wir jetzt hin. Big Maw. Kann man hier bauen? Ach, wie cool wäre das denn, da unten zu bauen? Alle bauen auf dem höchsten Berg. Aber wie wäre es mit der tiefsten Höhle? So. Was ist das? Oh! Scheiße. Hey, hör auf zu springen. Ihr, was hast du mit mir gemacht? Versteckt er sich? Und was ist das? Sieht aus wie eine Schlange, ne? Er mag nicht spielen. Dann nicht. Okay. Den könnte man auch jagen, ne? Gib mir mal deinen Speer. Das wäre wie meine Todeskralle. Was hast du denn für Loot? Komm ich da überhaupt hin? Was ist das denn? Ist das Nessie? Da komme ich nicht hin, die Sau. Komme ich überhaupt raus?
Ja, die kann man auch gut fahren. Alles klar, gut, meine Rüstung ziehe ich gleich an. Was haben wir hier drin? Raider Power Torso. Hm. Okay. Lass mich hoch. Ich komme da nicht hoch. Toll, jetzt bin ich komplett verstrahlt. Geil. Genau das, was ich wollte. Ist das nicht toll? Ups. Da war ein Red X dabei. Gehen wir erstmal hier raus. Hey, was? Ach so. Falsche Taste. Ich dachte, man kann jetzt überall bauen. Hä? Hm? Ich hab's sogar getestet. Und es ging. Hm? Übrigens, ich habe eine neue Maske auf. Bin ich nicht gruselig? Ich bin sehr gruselig, ne? Ja, vor allem hier, so unter dem helllichten Sonnenschein. Sehr gruselig. Wenn das gleich nicht klappt, was ich vorhabe, Leute. Obwohl, es muss klappen. Ich habe einen anderen Spieler gesehen, der das gemacht hat. Der hat da seine scheiß Werkbank draufgebaut, weißt du? Auf so ein Vorkommen. Und dann konnte er halt da auch das Zeug raussaugen. Das will ich auch. Wieso bin ich überladen? Ach, die Power-Rüstung, ja. Der Fleck, den ich suche, der muss hier unten sein. Ist hier zufällig ein Nest? Oh, ich hasse diese... Ah, diese Pixelfehler, die sind so eklig. Gut, die Suche geht weiter. Wo ist das... Mach keinen Scheiß. Ja, es geht. Es geht. Wollte ich hier nicht schon mal bauen? Und wir sind da. Oh, wir sind hier schön am Abgrund. Sehr schön. Oh! Ich habe gedacht, da kommt gerade irgendein Monster an. Dabei ist das Grüne da hinten. Ach, da kann ich gar nicht hinzeigen, ne? Da. Seht ihr das Grüne da? Ja, wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen so. Camp verlegt. So, gleich mal prüfen. Wenn ich alles umsonst gemacht habe, ne? Dann dreh ich durch. Was ist das denn? Eine Buschkatze. Wieso habe ich die? Woher habe ich die? So, Sonstiges vielleicht. Baubar. Komm schon. Ressourcen. Ja, es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Ja. Ja, es geht. Holy shit. Ah, ist das gut. Ah, ist das gut. Ist das gut. Ah, ich freue mich. Oh, okay. Alles ist jetzt gut. Ab jetzt werden wir unser Haus bauen und ihr seid heute mal dabei. Weil es wurde gefragt, ob ich das mal wieder mache. Und alle anderen, die es nicht mehr interessieren, Folge ist vorbei. Ich möchte nämlich... diesen guten Kollegen hier einbauen. Dass keiner sieht, dass das Ding vorhanden ist, wisst ihr?
Was nur leider nicht so einfach sein wird, nehme ich mal an. So. Du willst mich doch verarschen. Was bist du denn für einer? Guck mal hier, mein Freund. Vorsicht, was? Vor wem? Hier sind eine Menge Angler. Oh, das gefällt mir nicht. Wobei, doch eigentlich schon. Jetzt kommt er raus! Oh Gott, bin aufgestanden. Na kommt, los! Oh shit. Ist mein Hammer repariert? Ich glaube nicht, ne? Egal, ich habe meine Rüstung an, die können mir nichts. Ich habe es leider versäumt, meinen Hammer und meine 10 mm zu reparieren. Ja. Kleber ohne Ende. Gib mir Kleber. Gib mir dein Kleber. Oh, die geben Kleber. Bester Ort aller Zeiten. Ja, die 10 mm ist im Arsch. So. Gucken wir mal. Könnte das so funktionieren? Bauen wir erstmal Wände. Bauen wir erstmal Wände. Wir werden sehen. So. Drumherum eine Wand gezogen. Hier eine Tür. Eventuell passen hier auch noch ein paar Generatoren mit rein. Oder von da oben. Mal gucken. So. Weitere Wände. Oh, das geht super. Allerbestens. Hier noch eine Tür rein. So. Und dann das Ganze hier ein bisschen abschotten. Hä? Ich hab kein Holz mehr. Oh mein Gott. Mir ist das Holz ausgegangen. Wie kann das passieren? Scheiße. Ich bin hier im Wald. Hallo? Wie kann mir das Holz ausgehen? Wieso brauche ich Holz bei Steinwänden? Ja, Leute, wir haben ein kleines Problemchen. Wir haben kein Holz. Und das hier soll auch nicht meine Hütte werden. Oder vielleicht doch. Doch, doch, könnte man machen. Könnte man sogar richtig gut. Oh, das könnte man richtig gut hinkriegen. Oh. Okay, in meinem Kopf keimt ein Plan. Wir haben nur ein kleines Problem. Wir haben kein Holz. Das ist scheiße. So, dann kommt hier. Hoffentlich, wenn er passt. Oh, hoffentlich passt du. Ja. Ja. Okay, passt nicht. Das ist aber kein Problem. Das kriegen wir hin. Irgendwie kriegen wir das hin. Ich denke mir noch was Gutes aus. Oh, guckt euch das an. Oh, ist das schön. Dann packen wir oben halt ein Dach. Dach? Sind das keine Dächer?
Ich brauche eine Leiter. Ach, du Scheiß. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Erstmal eine verschlossene Tür. Erstmal unsere Türe hier rein. Rot, damit alle wissen, ist es verschlossen. Kann ich hier jederzeit nämlich mein Blei rausholen und muss es nicht mal abschließen. Ist perfekt. So perfekt. Alter, ist das gut, Jungs. Ja, wir müssen in den nächsten Folgen ein bisschen Holz sammeln. Ich hoffe, euch ist das klar. Ich glaube, ich verhungere, oder? Ich habe ja noch ein paar Todeskrallensteaks, die ziehe ich mir alle rein. Nein, das Todeskrallenfleisch vergammelt. Scheiße. Nein. Oh. Das war kein Wasser. Gut, wir müssen irgendwie nämlich in die nächste Etage kommen. Oder ich packe mein Haus einfach nebenan ran. Ah, das geht auch nicht. Ich kann in keine Richtung mehr bauen. Oh. Okay. Wir brauchen einen Weg nach oben. Aber ich möchte, dass das hier halt der Verkaufsstand wird, ne? Okay, Freunde, ich überlege mir jetzt ein bisschen was und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann sammeln wir erstmal Holz. Haut rein, euer Siro. Tschüss.